Hallo zusammen, ich grüße euch. Ich bin wieder heute in unserem Kraftraum in Erfurt und es liegt das Bankdrücken an, heute mit engem Griff und 60%. Danach kommt noch eine Schulter-Trizeps-Übung mit meiner neuen Gorilla-Stange. Ich habe jetzt zwei davon und dann kommen noch die explosiven Liegestütze. Morgen fällt leider das Training aus, da habe ich Kampfrichter-Weiterbildung, da bin ich in Eisenach. Und am Montag alles wie gehabt. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß. Trainiert mir fleißig, dass mir keine Klagen kommt. Drückt den Daumen nach oben, wenn es euch wieder gefallen hat. Und jetzt geht's los mit Bankdrücken. Ihr seht hier meinen Drückstil beim engen Bankdrücken. Es geht immer Richtung Kopf. Auch die Füße sind beim Drücken ruhig. Im Studio sehe ich meistens, dass das alles so rumhampeln. Das ist der normale Wettkampfgriff und das ist mein enger Griff an der Hantel. So sah es aus mit den 60%. 4x5 mit Pause. Ich habe heute ein sehr kurzes Training gehabt, ca. 45 Minuten. Und da war ich mit allen durch. Das ist nämlich gar nicht so verkehrt. Denn in der Woche trainiere ich ja schon recht hart und bei so einer leichten Einheit darf man das auch nicht in die Länge ziehen, sonst bekommt man Probleme mit der Erholung und die Muskulatur ist dann nicht mehr so leistungsbereit bzw. leistungsabrufbereit und das schlaucht dann doch schon ein bisschen eher an der Leistung. Meine zwei Gorilla-Stangen kommen jetzt zum Einsatz. Wir haben ja einen Haufen kleine Scheiben mit so kleinen Löchern und da habe ich mir das alles zusammengebastelt und habe dann die Gorilla-Stangen immer nach oben ausgestemmt. Sehr gut für Schulter und Trizeps. Ja, zum Schluss meine explosiven Liegestütze. Heute mit einer leichten Erhöhung von 3 cm. 8x3 und dann war das Training auch vorbei. Zu Hause einfach mal ein simples Armbrot mit Thunfisch. Hier mal das Etikett, was alles so drin ist im Thunfisch. Dann habe ich mir die ganze Packung Eier gekocht, die werden auch morgen früh noch gegessen. Vollkornbrot gibt es natürlich wieder, Hähnchenfrikadellen, alles mit Chili gewürzt und das war mein Apfel-Möhrensalat. Ich werde mir jetzt den Bauch vollschlagen und ihr könnt schön zum Training gehen. Freunde, dann bis Montag.